Das war unfassbar viel. Was ich aber an und für sich gut finde, weil häufig, also wie bei dem Bagel zum Beispiel in Long Beach, geht man irgendwo hin und denkt dann so, davon werde ich satt und dann wird man nicht satt. Das war echt ordentliche Portionen. Ich habe den Salat bestellt, weil ich nicht einfach nur Burger mit Fritten wollte, das war mir zu trocken. Und dieser Salat ist eigentlich eine Hauptspeise. Das Dressing war super lecker und diese Fritten, wie gesagt, die waren zu salzig und natürlich unglaublich fettig auch. Und so war ich dann recht schnell fertig. Auch wenn die Fritten jetzt nicht so gut waren, also der Salat war super, würde ich diesen Laden auf jeden Fall jedem empfehlen, der vegan in Hollywood unterwegs ist, weil die verglichen noch mit dem Veggie Grill eine unfassbare Auswahl an Junkfood haben. Unfassbar. Und ich hatte mir halt vorher notiert, dass ich Chili Cheese Fries essen wollte hier. Und so, ich habe das in Google eingegeben und so bin ich überhaupt nur auf das Dummies gekommen. Und ich bin da letzte Mal nicht reingegangen, als ich schon hier war, weil da vegetarisch dran stand. Das hat mich irgendwie abgeturnt und von außen sah es halt auch nicht wahnsinnig aus, aber das ist so einer der hipsten Plant-Based Spaces, den man so kriegen kann in Kalifornien. Und ja, jetzt habe ich Abendbrot auch gleichzeitig. Es waren bestimmt 1500 Kalorien, die ich gegessen habe. Diese Fritten waren unfassbar. Viel zu viel Soße drauf, genau schon wie bei den Wings. Die scheinen da irgendwie drauf zu stehen, auf unglaublich viel Soße. Der Salat war auch in unglaublich viel Soße, aber das passte, weil der selber nicht so viele Kalorien hatte. Jetzt bin ich so voll, dass ich nicht mehr Bock auf dem Eis habe, was es ja hier auch gibt. Da, die Creamery, das ist eine vegane Eisdiele hier. Also hier sind mehrere Sachen. Genau deswegen ist mir das ja schon mal aufgefallen. Ich war hier wegen des Eises und habe dann vorher schon mal das Dummies gesehen. So. Ja, gegenüber von der Academy of Motion Pictures Arts and Science. Und jetzt gehe ich zurück zum Hostel und dann schauen wir weiter. Oh oh. Also ich gehe in diese Richtung. Oh, mir wird kalt. Ich ziehe meine Jacke an. Es wird regnen. Es ist 3:30. Ich habe die Zeit genutzt, mich ein bisschen hinzulegen. Ich habe Mittagsschlaf gemacht. Aber eigentlich habe ich nicht so richtig geschlafen. Ich habe hauptsächlich gedöst. Aber ich fühle mich jetzt fitter. Also ich habe vielleicht doch Schlafdefizit. Und ja. Ich brauche ein paar neue Socken, glaube ich. Ich bin schon mit der Überlegung hingefahren, dass ich ein paar neue Socken hier kaufen könnte. Ich war eben schon mal in Zara, habe da aber keine gefunden. Jetzt gehe ich mal ins Dolby Theater, ob es da irgendeinen Klamottenladen gibt, wo ich ein paar Socken kaufen kann. Ursprünglich war ich in Long Beach schon in H&M, aber die haben nur 5er Packungen und 5 Paar will ich eigentlich. Ich will 2 oder 3 Paar. Sowas. Also gucken wir da jetzt mal. Dolby Theater. Da ist Forever 21. Da werde ich es mal probieren. Ist ja auch eine Frage des Preises. Ne? So, hier war ich erfolgreich und billiger. 1,99 pro Sockenpaar und da sind Taxen drauf. Das ist süß. Die gibt es. Ich hätte natürlich auch hier hingehen können. Eine Etage höher. Ein Laden nur für Socken und für Sandalen. Ist natürlich. Für den Fall, dass ihr auch mal Socken hier kaufen wollt. Der Nebeneier, das war später. Und da. Alles andere. Wo ist das Hollywood-Zeit? Da. Immer wieder imposant. Fast so immer imposant wie der Kölner Dom. Dafür kostet ein Paar hier auch 12,99. Wohingegen ich so für Forever 21 für 1,99 gekauft habe. 3:45, wieder im Hostel. Ich war noch schnell bei Starbucks, einen entkoffeinierten Sojalatte Macchiato kaufen und habe vergessen, wie wahnsinnig süß die Milch ist hier, die Sojamilch. Überhaupt, das hier ist ja alles wesentlich süßer. Doppelt so süß, würde ich sagen. Da bin ich heilfroh, dass es bei uns nicht so ist. Aber man akklimatisiert sich daran natürlich, ne? Die Geschmacksknospen und so. So, und jetzt
habe ich mich dann nochmal aufgerafft, was zu arbeiten, denn wenn ich nicht arbeite, kommt kein Geld rein. Also setze ich mich jetzt nochmal an meinen Rechner, aber das war auch, ein bisschen habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich irgendwie nichts mache, nichts Aufregendes erlebe, aber mich wird das Wetter ja nur aufregen, so war es ja letztes Jahr, und ich muss mich auch mal ausruhen. Ich denke aber, ich sollte für morgen irgendwas noch machen, also das Webinar ist nach meiner Uhrzeit 10 Uhr, bei euch 19 Uhr, und dann ist ja nur der halbe Tag rum, also sollte ich für morgen Nachmittag doch irgendwas planen, da werde ich mich dann gleich auch noch vors Internet setzen. Und ich bin auch immer noch unentschlossen, wann ich nach Venice, nicht nach Venice, nach Santa Monica fahre. Also, jetzt erstmal Arbeit. Es ist 20 vor 6 und diese Reste von heute Mittag mit ein paar schwarzen Bohnen von gestern werden jetzt mein Abendessen. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Wie ich schon sagte, da ist immer zu viel Soße drauf bei den Amis. Die Reste gehen dann eben auf meine schwarzen Bohnen. Seht ihr, ich hatte recht. Schwarze Bohnen sind weiß von Dressing. Und Dessert ist in Lara Bar. Und dann sollte ich satt sein. Es ist 7:45. Ich war tüchtig, ich habe eine Menge geschafft. Und es war auch, glaube ich, mal ganz gut. Es war auch ganz gut, mich nicht die ganze Zeit zu hetzen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch weniger Spaß mit keine Sachen erleben. Und dann denke ich, ja, wenn ich mich an L.A. gewöhnt habe und dann den ganzen Tag arbeiten muss, ist ja auch L.A. kein Spaß mehr. Das stimmt natürlich nur halb. Work-Life-Balance ist hier immer, immer, immer das Motto. Und gestern war einfach zu viel Life und zu wenig Work. Zumal es dann auch irgendwann langweilig wurde. Also zu viel Freizeit wird langweilig und zu viel Arbeit wird auch langweilig. Und jetzt habe ich heute gestern ausgeglichen. Zumal das Wetter halt wirklich nicht top war. Und wenn es besser gewesen wäre, hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, was tun zu müssen oder so. So war das schon in Ordnung. Jetzt ist es, wie gesagt, 7:45, meine Konzentration verlässt mich, deswegen kann ich jetzt nicht mehr arbeiten. Ich weiß aber auch nicht, ob ich schon ins Bett gehen kann. Ob ich jetzt ins Bett gehe, bin ich um 5 Uhr morgens wieder wach. Denn man schläft auch in fremden Betten einfach nicht so gut wie in seinen eigenen, denke ich. Oder es liegt hier daran, dass mir zwischendurch mal kalt, mal heiß, mal sonst was oder so ist. Keine Ahnung. Also, der Urlaub neigt sich dem Ende zu. Habe ich das Gefühl, ich habe noch 3 Tage hier, 3,5. Also ich fliege am Mittwoch um 16.20 Uhr und muss Hollywood um 11:45 verlassen. Mit dem Flyaway Hollywood Bus und dann, ja, ihr seht, ich bin nur am Gähnen. Ich muss also eigentlich wirklich dringend Schlaf nachholen. Wäre aber schön, wenn ich halt erst um 6.30 Uhr aufwache und dann eben nicht um 4 oder 5 oder sowas. Naja, das war's mit Tag 5. Wir sehen uns an Tag 6. Ich habe noch geplant, also morgen muss ich mein Webinar natürlich abhalten. Ich habe dann aber auch noch geplant, abgesehen von Santa Monica, nochmal zum Hollywood-Zeichen zu gehen mit einer anderen Tour. Ich weiß aber noch nicht, ob morgen oder Montag. Naja, mal gucken. Wir werden es alle erleben. Ich sage ciao, gute Nacht, eure Silke.